Kaserne 1945 hat natürlich die amerikanische Besatzungsmacht diese Kaserne, dieses Gelände übernommen, dann auch eine Zeit lang die Bundeswehr. Und die Amerikaner schließlich bauten hier ein großes Freizeit- und Erholungszentrum für ihre Streitkräfte in Europa. Nach dem Fall der Mauer wurde hier 1993 das George C. Marshall Center errichtet. Das ist ein von Deutschen und Amerikanern betriebenes europäisches Zentrum für Sicherheitsstudien. Und der stellvertretende Dekan und auch gleich Leiter der Deutschen Fakultät ist jetzt neben mir, Ralf. Wie würden Sie diese Idee dieses europäischen Sicherheitszentrums beschreiben? Die Idee 1993 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Warschauer Pakts, ein Zentrum für europäische Sicherheitsstudien aufzubauen, war eine Art Hilfsprogramm. Hilfsprogramm für die Länder in im ehemaligen Warschauer Pakt und der Sowjetunion, Sicherheitsstrukturen überhaupt aufzubauen. Man muss sich vorstellen, die Sowjetunion ist kollabiert und in zig einzelne kleine Staaten zerfallen, die alles hatten, aber eines ganz bestimmt nicht, nämlich funktionierende Strukturen, funktionierende Sicherheitsstrukturen. Und dabei zu helfen, diese Strukturen aufzubauen, dabei ist die Idee entstanden, so etwas wie das Marshall Center zu machen. Und das Spannende dabei ist, dass wir das als deutsch-amerikanisches Gemeinschaftspartnerunternehmen fahren, was uns ganz große Vorteile gibt. Diese Länder auch näher an die westlichen Werte, an die westlichen Institutionen heranzuführen. Und das machen wir jetzt seit fast 18 Jahren. Hat ja auch ein bisschen was mit dem Namen, oder andersrum, den Namen hat man ja nicht umsonst gewählt. Also viele Leute sagen Marshall, Marshall, und dann fällt in der Marshallplan an, der ja auch genauso eine Idee eigentlich hatte. Ja, das ist richtig. Im Grunde war die Ursprungsidee zu sagen, wir brauchen so etwas wie einen Marshallplan jetzt nochmal. Und insofern haben wir dann auch dieses Zentrum, Marshall-Zentrum genannt, um die europäische Einigung Teil 2 sozusagen auch vorwärts zu bringen. Und wenn Sie heute vor das Marshall Center fahren, dann sehen Sie auf europäischem Boden das einzige Denkmal von George Marshall, nämlich wie über eine Brücke geht. Man muss sagen, Herr Rollof hat einen fantastischen Arbeitsplatz. Er guckt nämlich aus seinem Fenster in die Berge. Es ist wirklich ein unbeschreibliches Panorama. Wahrscheinlich schwer, sich dann auch auf die wirklich wesentlichen Dinge, die Sicherheitsfragen, zu konzentrieren. Sie haben es angesprochen, es ist ein deutsches und amerikanisches Zentrum. Also partnerschaftlich finanziert von beiden. Ihr Chef ist der Verteidigungsminister. Dieses Verhältnis zwischen Deutschen und Amerikanern war ja nicht immer ungetrübt. Sie sind 2003 hingekommen zu Zeiten des Irakkrieges. Hat man das gespürt? Ja, das, da hätten Sie schon sehr unsensibel sein müssen, um es nicht zu spüren. Also 2003, im Grunde genommen während der gesamten Bush-Administration, hat man die Spannungen wirklich jeden Tag auch erlebt. Und wir haben sie auch durchlebt, also auch bei so einer Einrichtung wie dem Marshall Center, wo es darum geht, auch in die jeweilige Region hineinzuwirken. Ist natürlich auch schon jeder der Partner daran interessiert, auch seine Interessen und auch seine Sichtweise ein Stück weit zu präsentieren. Also ich werde nie vergessen, 2003, während der Hochphase des Irakkriegs, haben wir in der Fakultät gesessen und über die Frage gestritten, wer wird die Vorlesung über Völkerrecht vorstellen? Wird das ein Amerikaner sein oder wird das ein Deutscher sein? Da wurden also ganz normale Fragen auf einmal zum Politikum. Das hat sich allerdings geändert und gebessert seit der zweiten Bush-Administration und vor allen Dingen seit der Wahl Obamas in den Vereinigten Staaten. Das heißt, auch die praktische Arbeit stelle ich mir so vor, deutsche und amerikanische Dozenten lehren an dieser Universität. Es kommen Teilnehmer aus den betreffenden Ländern, das sind hohe Militärs, das sind Angestellte aus Ministerien, die dann bestimmte Kurse machen, in denen sie in Sicherheitsfragen geschult werden. Nun haben Sie erwähnt, dass der Ostblock Eurasien eigentlich der eigentliche Schwerpunkt war. Nun gucken wir ja alle auf den Krisenherd in der arabischen Welt. Es ist ja nicht nur Krise, es birgt ja auch viele Chancen. Muss das nicht eigentlich auch ein zukünftiger Schwerpunkt für ein Zentrum für Sicherheitsfragen sein? Also ursprünglich war unsere Region tatsächlich eben eine Sowjetunion, Zentralasien, die Staaten des Warschauer Paktes. Seit einigen Jahren machen wir über den sogenannten Krisenbogen, also von Nordafrika bis hoch nach Russland. Und wenn ich gefragt werde, außer dem schönen Blick, was ist das Interessante daran, dann genau das nennen Sie mir einen Konflikt in unserer Nachbarschaft. Und der ist Teil unserer Arbeit hier. Und insofern ist natürlich auch Nordafrika jetzt ein Teil, auf den wir, ein Kontinent, auf den wir jetzt schauen, auf den wir im Übrigen auch schon vorher geschaut haben, im Zusammenhang mit dem Programm gegen den Terrorismus. Da war natürlich die arabische Welt ein ganz wichtiges
ein ganz wichtiges Gebiet. Jetzt schauen wir ganz anders drauf. Jetzt schauen wir nämlich im Grunde auf die Frage, so wie wir früher auf den Warschauer Pakt geschaut haben, wie können wir denen dabei helfen, nach den Revolutionen beim Aufbau demokratischer Institutionen zu helfen. Haben Sie denn tunesische oder ägyptische, also libysche mit Sicherheit nicht, aber ägyptische und tunesische Militärs oder Staatsangehörige? Was erzählen die Ihnen? Ja, zurzeit haben wir keine. Wir hatten aber vorher regelmäßig aus Nordafrika, aus den Ländern des sogenannten NATO-Mittelmeer-Dialogs bei uns. Und die haben natürlich über die Probleme und auch die Schwierigkeiten in den arabischen Ländern berichtet. Und das ist vor allen Dingen ein Problem immer gewesen. Die Länder in Nordafrika haben eine unglaublich junge, zornige, meist männliche Bevölkerung, die arbeitslos ist. Und das war bis vor kurzem eigentlich mal die Frage, wie kann man verhindern, dass diese jungen, zornigen Männer alle abdriften in den islamischen Fundamentalismus. Jetzt ist die Frage anders. Wie können wir diese, die dann auch auf die Straßen gegangen sind und mit Facebook die Revolution gemacht haben, wie können wir diesen jungen, zornigen Männern jetzt helfen, stabile Regime aufzubauen? Herzlichen Dank, das war Ralf Rollof, der stellvertretende Dekan des George C. Marshall Centers.